lalalalalala. Immer zuerst der mit der Waffe. Oh, ich hätte mich auch anschleichen können, fällt mir gerade ein. Okay, ist egal. Er liegt da eh zusammengekauert. Bleibt das auch. Ah! Heiße euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Batman Arkham. Jokers Schläger versuchten in das Büro zu gelangen. Sieht aus, als konnten sie nicht durch den Haupteingang hineinkommen. Ich muss einen anderen Weg finden. Das letzte Mal habe ich ja euch den Auftrag gegeben, zu überlegen, was wohl mit dem Ghoul gemeint ist bei diesem Riddler-Rätsel. Beziehungsweise wer damit gemeint ist. Derjenige, der das richtig beantwortet hat, beziehungsweise es mehrere der Fall waren, die werden jetzt gerade mal eingeblendet. Und zwar handelt es sich dabei nämlich um Ra's al Ghul, der in der Dark Knight Trilogie Batman ausgebildet hatte zum Ninja. Und er ist halt einer, der immer mal wieder aufersteht in der eigentlichen Batman-Geschichte. Das wird aber in Arkham City näher thematisiert, deswegen gehe ich da auch nicht so drauf ein. Beziehungsweise wahrscheinlich gibt es vielleicht gleich eine Charakterbiografie, dann lese ich es euch da nämlich vor. Und zwar ist er hier. Warte, ich kann noch ein bisschen ranzoomen, da... Da sieht man's. Wenn man so den Kopf ein bisschen neigt, da sieht man Ra's al Ghul. Und scannen und Rätsel gelöst. Ja, es gibt natürlich eine Charakterbiografie. Über die frühen Jahre des nahezu unsterblichen Ra's al Ghul ist nur wenig bekannt. Fest steht nur, dass er der Kopf des Dämons, so die Übersetzung seines Namens, die Jahrhunderte dank der Lazarusgruben überdauert hat, die ihn auf wundersame Weise immer wieder verjüngen. Ra's al Ghul ist ein strategisches und organisatorisches Genie, das sich die Bewahrung der Erde vor der ökologischen Zerstörung durch die Vernichtung eines Großteils der Erdbevölkerung zur Aufgabe gemacht hat. Batman ist in seinen Augen ein würdiger Gegner und potenzieller Verbündeter, obwohl dieser seine Sicht der Dinge naturgemäß nicht akzeptieren kann. Batman selbst verbindet eine Hassliebe mit Ra's al Ghul, mit al Ghuls schöner Tochter Talia. Ja, das stimmt. Es ist ja auch öfters mal so, dass Catwoman und Batman so eine Liebelei haben, so ein bisschen Spaß und dies und das und jenes, so nichts Ernstes, aber auch nicht so, als wäre da nie was. Und ähnlich ist es mit Talia, beziehungsweise mit Talia ist es sogar ein bisschen ernster, sag ich mal. Das ist so ein bisschen wie, sie können nicht ohne einander, sie können nicht miteinander. Und anfangs wollte halt auch, hat auch Ra's Batman, also Bruce, eigentlich so als Nachfolger gesehen und hat dann halt gerne gesehen, dass er mit Talia zusammen wäre und die dann zusammen diesen Clan, sag ich mal, da anführen, wo er eine Dark Knight Trilogie sich ausbilden lassen hat. Jemand ist schon am Safe gewesen. Die einzige Frage ist jetzt, wer ihn geöffnet hat. Kein Zeichen eines gewaltsamen Eindringens. Wer immer hier reinkam, kannte die Kombination. Mal sehen. Gut, Dr. Young hat die Aufzeichnungen vor Joker gehabt. Sie hat sie irgendwo versteckt. Ich folge ihr und finde raus, wo sie sie aufbewahrt. Ja, und jetzt müssen wir wieder Detektiv spielen. Und zwar brauchen wir Fingerabdrücke. Wo könnten die natürlich sein? Achso, nee, Leertaste halten. Oracle, ich bin Dr. Young auf der Spur. Ich habe den Scanner so eingestellt, dass er nur die aktuellen Fingerabdrücke zeigt. Folge ich denen, finde ich sie oder die Aufzeichnung? Ich hoffe, es klappt. Nur, dass du es weißt. Das GCPD hat im Zentrum eine von Jokers Bomben gefunden. Sie war voller Marzipan und Kätzchen. Wie ich dachte, das war nur ein schräges Ablenkungsmanöver. Die richtige Action gibt's in Arkham. Voller Marzipan und Kätzchen, okay, schön. Es gibt hier auch noch ein weiteres Rätsel von Riddler. Und zwar hier blinkt es so schön. Ich bin Edward Nigma, der größte Detektiv der Welt. Ja, liest du vor. Lies vor.
Wie maskierst du deine Gefühle, ohne die Kontrolle zu verlieren? Ja, das ist der Hinweis hier, Dezentmaske. Ja. Ach, Objekt zu klein, klar. Und das ist für Black Mask. Kennt man vielleicht auch, also ich kannte zumindest den Namen. Nach dem mysteriösen Feuertod seiner millionenschweren Eltern erbte Roman Sionis ihr Vermögen und führte ihren Kosmetikkonzern an den Rand des Bankrotts. Als ihn Bruce Wayne durch den Aufkauf des Unternehmens vor den Ruinen bewahrte, schnitzte sich Sionis aus einem Fragment des Ebenholzsarges seines Vaters eine Maske und begann seinen Rachefeldzug. Als sich die Maske nach einem Gefecht mit dem dunklen Ritter in sein Gesicht brannte, wurde aus Roman Sionis der Bösewicht Black Mask. Heute ist Sionis einer der gefürchtesten und mächtigsten Mafia-Bosse der Stadt. Klar, ich räche mich auch an jeden, der mich vor dem Ruin bewahrt. Natürlich, ganz normal. So, Dr. Young ist hier raus. Wir können aber hier selber nicht raus, müssen also auf dem Weg, wie wir reingekommen sind, wieder raus. Und müssen jetzt anhand der Fingerabdrücke sie finden. Und das hoffentlich rechtzeitig. Und ich sehe schon. Ja, ich bin hier. Wie habt ihr das erkannt? Oh, er hat einen Schläger. Oh, und Messerchen. Ja. Ich finde das immer so schlimm. Das Messer, ich finde, ein Messer ist auch eine Waffe. Na gut, die Schläger, wenn sie irgendwie Gegenstände nehmen oder, keine Ahnung, so einen Baseballschläger haben oder ein Rohr oder sonst, ist es ja eigentlich auch eine Waffe und die werden nicht als rot gekennzeichnet. Aber ein Messer kann ruhig schon als rot gekennzeichnet werden, weil das kann ja auch ziemlich Schaden machen, beziehungsweise ich muss dann aufpassen, wie ich den angreife. Den muss ich ja immer vorher betäuben. Oh, ein Tonband. Patientengespräch Nummer 6. Dr. Crane ist seit 6 Wochen wieder in Haft. Reguläre Sitzungen verliefen ergebnislos. Ich bin nicht sicher, ob er wirklich wahnsinnig ist. Guten Abend, Steven. Wie geht's dir heute Abend? Ich führe die Sitzung durch, Jonathan. Natürlich. Wenn dir das bei der Bewältigung hilft, ist es das Beste. Lass uns über die Ereignisse vor 3 Wochen sprechen. Was hast du geglaubt, dass du erreichen würdest? Dr. Murphy ist immer noch in Therapie. Ich wollte ihn verstehen. Seine persönlichen Dämonen, seine Ängste. Das ist alles wirklich sehr faszinierend. Aber sie waren ein angesehener Arzt. Ein brillanter Gast. Und jetzt nur ein weiterer Insasse in Arkham. Kann ich einen Drink haben? Einen richtigen? Solche Fragen langweilen mich. Ich fürchte nein. Interessante Wortwahl, Doktor. Wovor fürchten Sie sich denn? Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, wir bekommen bald wieder Probleme wegen Scarecrow. Oder mit Scarecrow, sagen wir es so. Wir finden zu viele Tonbänder von ihm. Es ist immer nie so, dass... Oh, stimmt, ich muss ja den Detektivmodus anlassen. Es ist nie so ein richtig gutes Zeichen. Wo ist es? Ach, da. So, wo ist er denn lang? Hier lang wahrscheinlich. Ja, hier ist sie lang. Gut. Lassen wir das erstmal alles beiseite. Und gehen hier weiter. Und mein Magen macht... Ja, ja, ich bin auch hier. Ziemlich nah sogar. Ja, ich komme sogar ein bisschen näher. Jetzt mache ich einen Kleidtritt und mache bam, 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 bam. Nein, ich hab absolut keine Freude an dem Spiel. Hm. Überhaupt nicht. Ich mag es gar nicht, Leute zu verkloppen, die sich nicht wehren können. Wenn sich von hinten anschleicht oder so. So. Wieso sind die Fingerabdrücke hier? Ich dachte, es ging raus. Warum rennt sie hier hin? Was braucht ein Vogel im Regen? Was brauchen generell Leute im Regen? Oh, oh, 3 dürfte raten, auf wen das ein Hinweis ist. Na, wer weiß es? Wer weiß es? Wer weiß es?
Wer weiß es? Guckt euch den Griff an. Guckt euch den Griff an. Ihr schreit mich bestimmt schon an. Es ist der Pinguin. Ich verliere die Geduld. Du betrügst. Das musst du einfach. Einer der coolsten Charaktere, wie ich finde. Und zwar ist er einer der ältesten Feinde des Dunklen Ritters. Den kennt man einfach, den Pinguin. Der exzentrische Superschurke und bekennende Vogelfreund ist für seine Regenschirme und zwielichtigen Geschäfte gleichermaßen bekannt. Die beliebte Iceberg Lounge von Gotham dient Cobblepot als Fassade für zahlreiche illegale Geldgeschäfte, die nachhaltig zur Finanzierung der städtischen Unterwelt beitragen. Trotz seiner geringen Größe ist der Pinguin ein gerissener Gegner, in dessen Regenschirm zahlreiche tödliche Waffen und andere Überraschungen schlummern. Was ich so lustig fand, den begegnen wir in Arkham City. So viel sei schon mal verraten. Aber ich habe ja auch mal Origins gespielt und anscheinend gibt es, weil Origins ist die Vorgeschichte vor Arkham Asylum, vor Arkham City. Arkham City ist ja der direkte Nachfolger von Arkham Asylum. Aber mit Arkham Origins, das soll ja die Vorgeschichte sein, und da hat Pinguin nicht dieses Monokel-Auge-mäßige. Da ist irgendwas passiert, irgendein Unfall, wodurch er das dann bekommen hat. So, was haben wir denn hier? Nein, das können wir noch nicht. Was ist das? Explosionsgel kann in beliebiger Reihenfolge gezündet werden. Braucht man noch nicht. Schallbatterang? Nö. Oh, ein lenkbarer, ferngesteuerter Batterang. Der ist aber hier nicht so wichtig. Zwillingsbatterang. Ja, den nehmen wir. Den nehmen wir, ja. Mit zwei Batterangs. Also das Blöde ist, man muss den extra auswählen. Da. Dann hat man... Achso, das ist ja der schnelle Batarang. Nein. Nein. Hä? Was? So, jetzt. Da sind jetzt zwei unterwegs gewesen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, dann habt ihr nicht genau hingeguckt. Ja. Ja, so ist das. Jo, ich möchte gerne dort oben hin. Weil... Hier ist so ein ganz kleiner, dezenter Punkt. Ganz fies, versteckt. Ich musste so lachen, als ich meinem Freund dabei zugesehen hatte und er mit den Füßen einfach direkt davor stand und es nicht gesehen hat. So. Ja, das haben wir schon mal. Und dann noch... Das hier kaputt machen. Wirf deine Batarangs ohne gesehen werden um die Ecke. Ja, bla. Kennen wir. Habe ich schon gemacht. Mehrmals. Neue Ziegel, Metall und Farbe bedeckten alte Wunden. Dem Körper wurde neues Leben eingehaucht. Kluge neue Geister kamen und schworen, unsere Versprechen zu halten. Wir wussten, wir allein mussten die Stadt wieder herrichten. Und die Stadt würde es uns danken. Die Stadt oder eher die Anstalt? Da hinten ist auch nochmal was, was ich rausziehen kann. Und dann kümmere ich mich erstmal um die Leutchen da unten. So. Und jetzt, Batarang! Und hin! Ich werde dich zusammenschlagen! Ich werde dich zusammenschlagen, das mache ich aber mit dir auch. Nein! Schnell! Oh mein Gott! Oh! Glück gehabt! Gut, ich hoffe, man hat gerade mein Knie nicht gesehen. Weil... Ach, das ist der Eimer! Okay, da. Am Ende stehst du wieder. Jetzt. Was macht die Waffe da einfach? So, ist hier sonst noch irgendwas? Achso, stimmt, das hatte ich ja aufgemacht. Das wollte ich ja noch rein. Endlich. Ich dachte, du würdest das niemals finden. Natürlich. Warum sollte ich das nicht finden? So gut versteckt ist das jetzt auch nicht. Anschleichen an euch geht bestimmt nicht, ne? Er ist hier! Willkommen in der Bibliothek von Arkham! Ich bin so wichtig! Oh. Eine Voranstalt hier, ein Mörder! Ah.
2 mit dem Messer. Haha, betäubt, bevor du mich angreifen konntest. Lass nicht zu, dass er dich schlägt! Lass nicht zu, dass er dich schlägt. Zu wem hast du das gesagt? Den, den ich gerade geschlagen habe. Lass dich nicht schlagen, Idiot! Ich werde dich. Und jetzt nur noch du? Ah ne, du bist ja noch. Okay, ich dachte gerade, hä, warum kommt keine Abschlussszene? Kommt doch sonst immer. Ja, ja, ja. Alles seine Zeit. Ich will mich erstmal hier umsehen. Zum einen. Ach so. Ja, das kann er nicht erreichen. Da braucht er seinen Bedclaw. Es geht nicht anders. So, einmal das da. Dann hier direkt rein und weiter. Und gar nichts. Okay, ich dachte, es würde weitergehen. Oh, ein Totenschädel in der Ecke. Warum regnet es hier rein? Ist irgendwas undicht. So, dann gehen wir mal weiter. Bisschen gucken. An dem Modus fallen uns die Sachen ja eher auf. Ich weiß, ich muss eigentlich nach unten. Aber, damit ich auch nach dort unten komme, muss ich erstmal nach oben. Weil die Wege nach unten sind alle blockiert. Zuerst die letzte Seite zu lesen. Stell dich. Also, hier ist die Worte. In 2 Minuten macht das Lachgas. Boom. Und diesen riesigen Ärzten dauerhaft gute Laune. Ja. Okay, hier gucke ich mich später um. Ich muss mich ja jetzt beeilen. Oder muss ich nach oben? Nee, ich muss nach oben. Ach, deswegen. Okay, ja, klar. Dann muss ich hier lang. Oh nein, wenn wir es schaffen. Wird es Batman schaffen? Wird Batman schaffen, die Geißeln zu retten? Manche von euch denken jetzt bestimmt, da klar, er ist Batman. Warum sollte er das nicht schaffen? Weil ich vielleicht eine miese Spielerin bin? Keine Ahnung. Nein, er schafft es natürlich. Hoffe ich. Mann. Noch 1:30. Ich muss sagen, mir wird jetzt schon langweilig. Vielleicht sollte ich einfach auf den Knopf drücken und... Nur ein Scherz. So, jetzt haben wir den Weg schon mal nach unten und können uns der Bombe widmen, beziehungsweise entschärfen wir sie mal. Danke, Batman. Sind sie alle weg? Ja, sie sind in Sicherheit. Was ist passiert? Es geschah alles so schnell. Einige Patienten sind reingestürmt und haben alles auseinandergenommen, als ob sie etwas suchten. Bill hat sich gewehrt, aber es waren zu viele. Sie haben Dr. Young mitgenommen. Sie kam hier reingestürmt und sie sind hinterher. Es tut mir leid. Als ich zu mir kam, waren wir alle gefesselt. Doc Young war weg. Ich habe eine Stimme aus dem Funkgerät gehört. Ihnen wurde befohlen, sich im Büro des Anstaltsleiters zu treffen. Dr. Young hat versucht, ihre Forschungsaufzeichnungen über die Formel zu verstecken, als sie gefangen wurde. Wo hast du sie versteckt? Ja, wo bloß? Wo bloß? Wo bloß? Interessant. Wo? Oh, oh, was haben wir denn hier? Oh, oh, oh. Oracle, ich habe Dr. Youngs Formel gefunden. Gut. Heißt das, du hast Joker gestoppt? Es ist nie so einfach mit ihm. Was hast du da, Batman? Nein, nicht die Formel! Was mache ich jetzt bloß? Wer kann mir jetzt helfen? Niemand? Was? Vielleicht unser alter Freund Sis?
Ich bin ihm gerade auf seinem Weg zurück aus den Gärten begegnet, wo er sicher wieder seinen kranken Fantasien nachgegangen ist. Schön. Vielleicht bringt er sie zum Reden. Ich bin mir fast sicher, dass er es schafft. Guter Plan, Bats. Und ich bin mir fast sicher, dass er eigentlich die Leute nicht zum Reden bringt, sondern eher andere Dinge mit ihnen macht. Naja, ich werde jetzt hier erstmal einen Schnitt setzen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss, eure Time.